Diese Ausgabe Baywatch Berlin wird dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Füße vom Tisch, Hände aus den Taschen, Stecker aus der Wand, Flugmodus im Gehirn anschalten. Ausschalten. Was weiß ich, ey. Also, was ich sagen wollte, ist Fokus. Ja. Fokus. Baywatch Berlin geht los. Und wir müssen uns so ein bisschen auch so in die Stimmung bringen. Ja. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Weißt du, ein bisschen Fuerteventura, wie heißen die Animateurs-Vibe? Club Las Piranhas. Ja, genau. Es gibt auch diesen tollen Film mit Harpe Kerkeling. Kann ich jetzt zum Comeback, kann man ihn ja nochmal auflegen. Stimmt. Auf den alten Videorekorder könnt ihr ja nochmal den Film auflegen. Ja. Von Harpe Kerkeling, jetzt wo er bald wieder da sein wird. Wir hoffen nicht mit einem neuen Schlageralbum. Aber mit einem neuen Seidenschal. Könnte sein. Da freue ich mich. Bei RTL, da kann man sich nochmal die alten Klassiker angucken. Es gibt nämlich einen fantastisch lustigen Film. Club Las Piranhas heißt der. Zwei abgebrochene Animateure und eine alkoholkranke Hoteldirektorin, die in so einem, ja, tatsächlich mitten irgendwo in so einer Vulkanlandschaft ist da ein Club, und die müssen halt zusehen, dass die Gäste, die jetzt nicht einen ideal vorbereiteten Ferienclub davor finden, also ist jetzt nicht ganz so viel Wasser im Pool und so, die müssen die trotzdem unterhalten da, und das kann man sich mal angucken. Das wäre eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. Finde ich wahnsinnig lustig. Meinst du, Harpe Kerkeling möchte auf den Klamauk noch angesprochen werden heutzutage? Oh, stimmt. Warum? Die Frage. Wieso ist ihm das zu albern, oder wie meinst du? Naja, Harpe hat ja schon im großen Spiegelartikel vor einigen Jahren mit seinem Frühwerk gebrochen, muss man sagen. Er hat dann erzählt, also das Fernsehen sei schon eine große Belastung gewesen für ihn. Ja, aber auch Filme, also auch Club Las Piranhas und Kein Pardon und so lustige Filme. Und hier Samba in Mettmann ist ja gar nicht so lange her. Ja. Der war auch gar nicht so schlecht. Dann fragen wir dich, wie ist das, wenn du so auf Porno-Ping-Pong angesprochen wirst, zum Beispiel? Ja, ist nicht so gut gealtert, die Nummer. Aber im Prinzip weiß ich, warum ich es damals gemacht habe. Also ich würde das nicht verleugnen oder so. Ich würde sagen, ja, es war eine Zeit, sage ich mal. Heute würde man es nicht mehr machen. Nee, heute würde man es nicht, warum auch. Aber gibt damals ja gar keine Videotheken mehr, ne? Ja, eben, wo man das denn macht. Da muss ich ja ins Museum, das nochmal zu machen, ins Sexmuseum. Wisst ihr, das Videothekar war mein Traumberuf. Und zwar über Jahre. Videothekar, das klingt ja intelligenter, als es ist, ne? Ausweis her und ausgeliehen. Nee, so, auch so Leute mit Verachtungsstrafen, die den falschen Film ausleihen wollen. Na, das würdest du gut können. Das ist richtig oldschool. Das ist ausgestorben, der Beruf. Komm, wir machen mal. Hallo, ich hätte gern hier einmal Kleinohrhasen. Kein Ohrhasen. Schweigerding. Ja, den würde ich gerne ausleihen. Ich mache heute einen Abend mit meiner Freundin. Jo, können wir machen. Nee, ich weiß nicht, wie reagiert man da? Nee, das war sehr gut. Nein, das war sehr gut. Ich wollte gerade nämlich beschreiben. Also du hast dabei geschaut, als hätte ich keine Hose angehabt. Ja. Voller Verachtung. Das ist genau das. Aber interessant ist, dass die Berufsbezeichnung habe ich noch nie. Also Videothekentyp würde ich sagen. Videothekar. Und es gibt nämlich, in der Heimatstadt von Basti, da gibt es eine Saufkneipe, so eine Schmierkneipe. Aber damit es ein bisschen feiner klingt, weißt du, wie die heißt? Das ist nicht einfach irgendwie so eine Suffecke, sondern die heißt Bimmels Kneipothek. Exakt. Liebe Grüße auch an Bastis Vater, denn er ist jetzt, glaube ich, einer der Eigentümer von Bimmels Kneipothek. Das klingt aber unseriös. Nein, es ist, glaube ich, so. Und wir haben auch früher gesagt, das ist nicht Bimmels Kneipothek, sondern die Kneipothek zu Bimmel. Das ist ein ganz feiner Ort. Das ist ein ganz feiner Ort in Marne. Ja, genau. In Dithmarschen da um die Ecke. Genau, ne? Kann man ja mal was trinken. Irgendwas mit einem Schirm drin. In Bimmels Kneipothek, da kriegt man so ein bisschen eine Idee von der großen, weiten Welt, in dem da einfach so ein Cocktailschirmchen oben in die Orange gesteckt wird. Ja. Da fühlt man sich dann fast schon ein bisschen karibisch. Genau. Aber Schmitti wäre, wenn er Videothekar geworden wäre, auf jeden Fall so Professor der Videothekarerie oder so geworden. Nein. Ich wäre wirklich so richtiger Abschaum. So jemand, der schlecht gelaunt, wahrscheinlich auch noch rauchend, da hinten dran sitzt. Ich telefoniere. So ein Tarantino-Charakter.
da, ne? Mit dir und dann sitzt irgend noch so jemand dabei und mit dem unterhalte ich mich die ganze Zeit, wie schlecht Tarantino geworden ist. Ah, sehr gut. So, ne? Und dann kommt aber einer und rein und knallt alle ab. Und das ist ja nur vom Hollywood, vom Hongkong-Kino, da hat man das alles besser gesehen, der macht daraus eine McDonald's-Version und schießt das in die Welt und alle feiern das ab. Also, und so würde ich irgendwie rumranten, würde den Kunden so ein bisschen missachten und dann noch abschätzig gucken, wenn der sich Pornos ausleiht. Also ich würde ihn das durch Blicke auch irgendwie spüren lassen. Ich finde, das ist wirklich eine Rolle, wo du in Deutschland alle Preise für gewinnen würdest, wenn wir einen Film schaffen, der so allein losgeht. Und dann ist nämlich das Schlimme noch, dass du so eine Uniform dabei tragen musst, weißt du, so von dem Verleiher. Oh, ja. Und du musst irgendwie so ein Strawberry Swirl noch verkaufen, weißt du, so voller Hass und Verachtung. Und dann machst du da so ein bisschen Asche noch mit heimlich in den Eimer. Aber kleiner Filmtipp dazu, guck Clerks, ein alter Klassiker von Kevin Smith, der geht um genau das Thema. Ja. Ein Videothekar und ein Kioskbesitzer oder Kioskangestellter, die ihren Kunden hassen, völlig nerdig darum labern die ganze Zeit und wirklich so jeden Kunden auf den Sack gehen. Also zurück auf den Sack gehen, weil die Kunden denen auf den Sack gehen. Das ist so ein bisschen wie Barry aus High Fidelity, nur mit Videos. Ja. Genau, also es gibt immer diese Typen und übrigens auch sehr gut, eine Biografie oder einfach so ein Buch von Kevin Smith über seine Arbeit, wie er durch diesen eigentlich sehr nerdigen Film dann von Hollywood entdeckt wurde und die dachten dann, ja, da kann der ja auch mal so andere Filme machen mit Bruce Willis und so. Naja, also es lief so mittel zwischen Kevin Smith und Bruce Willis, weil Bruce Willis, und das ist eine tolle Geschichte, die drinsteht in diesem Buch, weil er schon ganz, ganz oft die Fifth Avenue runtergelaufen ist, mit einer Knarre in der Hand in einem Unterhemd und immer so rennen musste zu irgendwelchen Autos, weil das halt Action-filmmäßige Verfolgungsjagden und Schießereien. Stirb langsam und Co., man kennt das alles. Und dann sollte er also mit Kevin Smith einen neuen Film da machen und da ging es auch darum, dass er so ganz schnell zu einem Auto rennen sollte, die Autotür zuknallen und ab. Und dann hat Bruce Willis aber gesagt, nee, er fühlt das gerade nicht mit dem schnell Rennen. Und dann hat Kevin Smith gesagt, Moment, aber es geht ja gar nicht, du bist ja auf der Flucht, du musst da jetzt da reingehen. Und Bruce Willis hatte so einen faulen Tag und hat seine Macht über diesen neuen Nachwuchsregisseur so ein bisschen ausgespielt und hat dann gesagt, nee, er macht das jetzt ganz langsam, weil das, und er hat das dann so erklärt, dass das in dem Film dann auch besser wäre, weil man hat das ja wirklich schon so oft gesehen, wie einer so hektisch bei so einer, beim Wegrennen sehr hektisch ist. Ja. Also macht er das jetzt ganz langsam und Kevin Smith hat immer gesagt, ja. Und deswegen ist das in diesem Film so, dass er völlig unpassend sehr langsam in ein Auto einsteigt. Also um diesen Moment mal festzuhalten in dem Podcast, einer dieser seltenen Momente, wo ein Buch, ein echtes Buch empfohlen wird. Wie heißt denn das Buch? Wie heißt denn das Buch nochmal? Ja, Kevin Smith, irgendwas Perverses. Also das ist so ein... Soll ich mal gucken? Ja, oder Kult-Konsti oder Pfeife sprechen das jetzt ja. Ja, die machen das ja. Ne? Und der Film mit Bruce Willis heißt, glaube ich, Cop Out, aber genau. Egal, der ist scheiße. Der ist guckt super scheiße. Guckt euch Clerks an, wirklich, der ist, glaube ich, mit $16,000 mit Freunden da irgendwie gedreht und ist nach wie vor... Ja, ein Klassiker. Ja, und wer wissen will, dass Harvey Weinstein auch auf ganz andere Art und Weise schon eine in der Meise hatte, weit vor seinen ganzen Skandalen, die man jetzt so kriegt, der kann sich das ja auch mal angucken, denn Harvey Weinstein spielt da auch eine große Rolle, weil er da auch noch praktisch ein junger Produzent war, der schon einiges zu sagen hatte. In dem Buch, ja genau. Und in der Karriere und in dem Leben von Kevin Smith. Mhm. Also dieses ganze Hollywood, was dann natürlich irgendwann gealtert ist und so, das kann man sich da nochmal durchlesen. Und das Buch heißt Tough Shit. Ein Fettsack mischt Hollywood auf. Danke. So heißt das Buch. Ja, ich möchte nochmal über den Beruf des Animateurs mit euch reden. Das ist ja doch, hat ja eine gewisse Art Verwandtheit zum Showbiz, muss man ja sagen. Es gibt ähnliche Aufgaben. Man muss auch zu frühester Morgenstund eigentlich mit guter Laune schon parat stehen. Ne? Und das persönlich Empfinden muss in den Hintergrund treten. Und man ist ein Prominenter auf wenigen Quadratmetern. So, genau. Zum Beispiel so im Robinson Club. Ich war ja mal im Robinson Club, ne? Das war echt ein bizarres Erlebnis. Ich war im Aldiana immer, das ist so praktisch, das ist so das Gegenmodell, das ist die Konkurrenz. Aha, warst du mal Cluburlaub, Schmidi? Nee, leider nicht. Du warst immer so wandern und so, ne? Irgendwie Körner essen in Alpen genau, und so. Genau, ja. Käse essen auf der Hütte. Ja, oder ist das so? Nee, aber ist krass, ich überlege gerade, ich bin, glaube ich, mit meinen Eltern ganz früher immer mal so an den Gardasee oder so. Ja. Aber ansonsten fast immer nur Skiurlaub. Gut, also es gab schlecht. Gar nicht so auch den im Sommer? Sommerurlaub. Ja. Ja, weil ihr Schmittis auch so schnell verbrennt. Oh, ne? Manchmal in die Nordsee, aber das hatten wir ja schon das Thema. Ne? Ja. Wie, also Sommer gab es keine, da hast du einfach nur eine geknallt gekriegt. Und was? Ja, da hatte ich immer noch wegen dem schlimmen Oktober, hatte ich dann meistens Ausgangssperre. Alle fahren nach Spanien. Peng! Du nicht. Du nicht.
Ja. Nee, aber Cluburlaub ist was, das ist eine bleibende Erinnerung, oder? Also so. Naja, vor allem gab es ja Abläufe. Das, für mich, ich war wirklich auch ein unangenehmer junger Mann, also ein älteres Kind, junger, jugendlicher, weiß ich, so mit 12 so, ne? Junger Mann mit 12. Naja, ein junger Mann, ja. Ne? Ja. Und es gab ja in diesen Clubs immer, ich musste zum Beispiel immer, meine Schwester hat sehr gut Tennis gespielt und die war dann immer in so einem Tenniscamp auf Mallorca. Und da waren die dann 14 Tage, 3 Wochen oder sowas, musste die da jeden Tag Tennis spielen und ich musste mit, weil ich ja nicht zu Hause alleine, aber ich konnte nicht Tennis spielen und hatte auch sonst nicht viel zu tun da in dem Urlaub. Und dann habe ich immer Bingo gespielt, morgens mit so Omas da. In diesem Pool. Club? Ja, in diesem Club. Ich habe halt das Angebot genutzt, weil meine Mutter war mit und meine Oma und meine Schwester und ich. Und dann ist meine Schwester den ganzen Tag weg und ich war alleine. Und dann habe ich halt das Angebot des Clubs genutzt, weil was soll ich machen? Ich kann nicht alleine raus, ich kann jetzt auch nicht mit irgendwelchen Leuten treffen, ich war ja klein noch. Aber es ist ja auch nicht so, dass du da so zynisch, verachtend, mit hoher Augenbraue geraucht hast und auf die hinabgesetzt. Du bist nämlich als Kind, glaube ich, ein absolut empfänglicher Typ auch gewesen für Angebote von so einem Cluburlaub. Ja, sicher. Und deswegen, also ich sage das jetzt auch ohne jede Ironie, ich bin dann zum Bingo gegangen, weil um 11 Uhr wusste ich, am Pool ist Bingo. Und dann bin ich früh dahin, dass ich noch einen schönen Platz im Schatten kriege. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann habe ich einfach mal geguckt, ob heute Fortuna auf meiner Seite ist. Ja. Und dann habe ich Bingo gespielt, da konnte man dann irgendwelche Gutscheine gewinnen für Getränke an der Bar oder ich weiß nicht, irgendeinen anderen Kokolores, den man im Prinzip nicht brauchte mit 12. Und dann habe ich das gemacht und was sehr gut war, und das, jetzt kommt der unangenehme Teil, auch für meine Verwandtschaft, ich hatte ja immer schon einen gewissen Drang zum Licht. Ja, also so dieses Mittelpunktsbedürfnis. Wie eine Mücke. Ja, ja, ich auch. Ja, du auch, genau. Du bist ja auch so ein richtiges Zirkuspferd immer schon gewesen. Aber ich war wirklich so ein unangenehmer Junge mit etwas zu viel Selbstbewusstsein. Und dann gab es einmal pro Woche, die haben ja jeden Abend, müssen die dann ja da, was ich immer wahnsinnig witzig finde, ist, wenn die mit so 3 Leuten, die es selber alle nicht können, müssen die dann so große Musicals. Ja, Evita. Und Evita. So. Alles gesehen. Elisabeth. Ja. Ja. Habe ich aber auch, weil ich ja auch sowas immer toll war, begeistert da abendelang meine Eltern hingeschleppt, um dazu zu glotzen. Weil ich, genau, weil ich halt auch empfänglich bin, immer noch, und weil ich Entertainment, egal wie, liebe. Und mich das damals schon gefesselt. Alles, was auf einer Bühne stattfand, wo irgendwie Musik dabei war, wo Leute irgendwas gemacht haben, das hat mich einfach bis heute begeistert, mich das. Und natürlich ist man da nicht so anspruchsvoll. Man guckt da, was die da eben machen. Und wenn dann da einer sich dann da als, was ich, als Urwald-Mensch... Gab es da auch Starlight Express? Haben die auf dem mit so, Kreuzfahrtschiffbühne oder so? Mit so Rollschuhen, weißt du, mit einer 8 drin vorne. So, weißt du, die so Rollschuhe, die mittlerweile aussehen wie so ein kaputter Einkaufswagen. Aber da wird trotzdem nochmal hier Rusty, die rostige Lokomotive rausgeholt. Irgendwie klappt's, ne? Mit Musik vom Band und auch 3 Sekunden zeitversetzt synchron gesungen, aber egal, ne? Als Kind. Phantom der Oper. So Sachen, die damals so groß waren. Gesehen, ja. Und dann gab es aber einmal pro Woche hatten die dann frei und dann gab es eine sogenannte Gästeshow. Dann durften also Gäste sich da anmelden und selber was vorführen. Und da fragt man sich, welches Arschloch macht das? Klar, ist aber Umlauf. Ich mach das. Ja. Und dann habe ich mich da wirklich angemeldet. Muss man sich vorstellen, wenn um 11 Uhr die Registrierung aufgemacht hat, wer bei der Gäste schon mitmacht, war ich um 10:45 da. Und hat gesagt, ich mach was. Kann ich hier was vormachen? So, ne? Ja. Und dann, weil mir auch so langweilig war. Ja. Und dann brauchte ich ja was, auf das ich hintrainieren konnte. Weißt du, ich bin immer so, ich bin Entertainer, ich brauche Ziele. Ja. Und da kann ich dann praktisch drauf hinproben, meine Nummer fertigstellen. Ja. Was war denn deine Nummer? Also wenn hier jetzt ein Alien landen würde, ne, würde ich nicht so staunend gucken wie gerade. Dass irgendwie, wie alt warst du da? 12 oder so? Ja, so ungefähr. Sich da anstellen, damit man auf einer Bühne was präsentieren kann. Und da bist du jetzt überrascht, weil das ist, ich sehe es richtig, ich sehe es ganz genau vor mir. Wie klar ist der Anstieg? Ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, aber es ist natürlich im Nachhinein, weil man natürlich überhaupt gar keine so eine Selbstwahrnehmung hat und so und natürlich sich jetzt nicht so reflektiert sieht, ja, war ich bestimmt aus Erwachsenenperspektive ein bisschen unsympathisch. Ach, das weiß ich gar nicht. Doch, so einer, der es ein bisschen zu sehr will. Oh, wie das Schnappi-Kind. Ja, so wie so ein Schnappi-Kind, genau. Ja. Diese Joy hieß die, glaube ich, ne? Ja. Mit so einer Anglermütze auf und die immer so, weil sie so ein bisschen zu professionell ist und halt auch mit dem Lob ziemlich gut umgehen kann. Und dann habe ich halt Otto-Sketche aufgeführt. Weil die konnte ich alle schon auswendig. Das hast du praktisch selber angeboten. Ja, ich habe dann gesagt, ich würde hier einen Otto-Sketch aufführen. Der beispielsweise habe ich dann angefangen mit dem alten Klassiker Nastrovje Vom.
Hätte ja, das? Da muss man so das Publikum einteilen, sagen alle, die ganze linke Hälfte des Publikums, da waren 700 Leute, ne? Also es war richtig was los. Ne? Da habe ich gesagt, also die ganze linke. Dieser Stolz noch! Ja, ja klar. 25 Jahre danach, als ob du Wembley voll gemacht hast. Damals. Pass auf, Kinder, erst pass so auf. Schämst du dich die ganze Zeit beim Erzählen. Er sagt, Moment, man muss auch sagen, das waren 700 Leute. Die habe ich aufgeteilt. Wie Moses das die Meer. Massen dirigiert. Ich habe nie gesagt, dass ich mich schäme dafür. Ich habe nur eine realistische Einordnung meiner ja, ja. Persönlichkeit ja richtig, gegeben. Ja. Ich weiß halt, dass das komisch gewirkt hat. Ich schäme mich da überhaupt nicht für. Und hat der eine Teil des Publikums hat dann, Nastrovje! Und die anderen haben dann, Wom! Gesagt und so. Und ruft da nicht die Mutter an in der Nummer? Nein, die saß doch da. Nee, aber meine. Nee, also, bei Otto ruft dann die Mutter an. Nein, dann habe ich dann, weiß ich nicht mehr, wie das dann weiterging, ja. Da habe ich dann immer nur gesagt, so Gags übernommen, gesagt, die Herren mit der Kehlkopfdiphtherie bitte nicht weiter singen und so. Und dann haben alle gelacht. Und dann habe ich 28 durch 7 gemacht. Wie geht das noch? Ja, da sitzt der Vater, sitzt dann im Wohnzimmer und dann kommt der Junge mit der Schulaufgabe und sagt, Papa, was 28 durch 7, das kriege ich nicht raus. Und dann sagt der Vater, ja, von mir so, komme ich so spät nach Hause. Nein, was 28 durch 7? Weiß ich nicht. Und dann geht das immer so hin und her. Dann mischt sich die Mutter auch noch ein. Die sagt dir, jetzt hilf doch dem Jungen. Und dann sagt er, na stell dir vor, du hast 28 Wecker und musst um 7 Uhr raus. Und dann sagt die Mutter, aber seit wann muss der Junge um 7 Uhr raus? So wie der trödelt, muss der um 6:30 raus. wenn du mit Beispielen kommst, dann nimm auch was, worunter der Junge sich was vorstellen kann. Ja, also stell dir vor, du hast 28 Geißlein und 7 Wölfe. Wie viel Geißlein muss dann jeder? Hermann! Ach Hermann, Geißlein, lass mich doch Ruhe mit eurem Scheiß. Was der Staat für uns muss, die Familie nachholen. Erna, kauf jetzt 28 Torten. Was, warum denn? Für wen denn? Ja, für uns 7. Wir sind doch nur 3. Dann laden wir eben die Schneedermanns und die Google-Ups noch ein. Was der Staat für uns muss, die Familie nachholen. Für die Bildung meines Sohnes bin ich zu teuer. Ja, Papa, da muss ja jeder von uns 4 Torten essen. Das ist mir scheißegal, kauf die Torten! Sehr gut. Ich bin ernsthaft ergriffen. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, ergriffen ist das falsche Wort. Ne? Ja. Angeekelt. Ja. Erschüttert. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich das so höre, ich wäre richtig gern so dein Kumpel da gewesen, wäre da so mitgelatscht. Also ich hätte mich nicht getraut, da aufzutreten, aber ich hätte das irgendwie so befeuert und mir das gern angeguckt. Ja. Ja. Ach, ich hätte auch gern mit dir Bingo da gespielt. Ja, das war auch gut, ja. Das Weil war, ich war immer zu dick zum Tennis. Na gut, ich war zu und also ich hatte auch andere Dinge, weswegen das nicht. Ich wollte euch noch irgendwas anderes fragen. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, eigentlich eine Frage, ein Gerücht. Fangen doofe Fragen an. Nee, gar nicht. Nee, ja? Ich will nur mal wissen, ob ihr mich anflunkert seit längerer Zeit. Ich habe von einer Person, die wir alle gut kennen, mit der wir ab und zu mal zusammenarbeiten. Wer ist die Sau? Ja, ich darf nicht sagen, wer es ist, aber sie hat blonde Rastas. Aber ich darf nicht sagen, wer sie ist. So. Mhm. Und die wiederum hat Freunde. Ich glaube, ich durfte das gar nicht so jetzt sagen in dieser expliziten Form. Aber die wiederum hat Freunde und die sind Stein und Bein davon überzeugt, also die hören auch diesen Podcast, dass ihr zwei mehr als Freunde seid. Die sind also davon ausgegangen im Gespräch mit Niki, dass ihr ein Paar seid. Jakob und ich. Du und Jakob, genau. Und da brauchst du gar nicht so lachen. Mhm. Ich stand natürlich dumm da. Als ich damit dieser, weil ich musste sagen, du, genau weiß ich es nicht. Ja. Ich konnte nur sagen, ich denke nicht, so weit ich das einschätzen kann, aber ich war jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht immer dabei und wir sehen uns jetzt auch wirklich hauptsächlich beruflich, was die nach Einbruch der Nacht so tun. Ja. Ich weiß das nicht genau, es wäre ja auch kein Problem. Ich stand nur ein bisschen blöd da, deswegen wollte ich das jetzt einmal besprechen, dass ihr mir immer sagt, was ist die Wahrheit, dass ich dann beim nächsten Mal in so einer Situation ein bisschen souveräner reagiere. Also nochmal die Frage, ganz nüchtern aber formuliert, seid ihr beiden ein Liebespaar? Ist es denn hier eine Judgmental-Free-Zone? Ja, klar. Okay. Ich will nur dir the truth. Ja, Schmitty, dann klär doch mal auf. Ich mag den Jakob und ich bin, also keine Ahnung, wenn ein paar Sachen anders gelaufen wären, wer weiß, was passiert wäre. Aktuell sind wir jetzt nicht direkt zusammen. Nee.
Okay. Aber ich habe aber, Gott, habt ihr mal, es gibt so Fanfiction, ne? Wo Fans irgendwelche Stories schreiben. Ne? Ja, das darfst du nicht anfeuern, du, da darfst du gar nicht. Ja, das ist und da wurde die Erwähnung, da schlägt die Perversion wieder Kapriolen. Durch die reine Erwähnung gehen da schon wieder zwei, drei neue Türen auf in der dunklen Fantasie von einigen HörerInnen. Es gibt da eine Fanfiction-Story, die wurde mir zugeschickt, die ist umfangreicher als ein Harry Potter-Band. Und ich glaube, Jakob, wir knattern da ganz viel. Naja. Naja, du. Ist ja auch irgendwo ein Hobby, ne? Aber ich finde eigentlich. Ein Hobby? Ich finde, es ist mir zu privat, solche Fragen. Ah. Okay, ja, Ich mich auch abgrenzen. Dann kann ich ja beim nächsten Mal sagen, sie wollen es mir nicht sagen, aber du weißt nicht. Nee, ja, du kannst gerne sagen von mir, dass die Frage ist zu privat, die Niki soll sich wat schämen. Ja. Ja. Ja, und die Freunde, die wussten es ja nicht. Das war wirklich einfach eine reine Interessenfrage. Frag einfach, und wenn es so wäre? Ja, was ist denn dann da wohl dabei? Ja, es ist nichts dabei. Ja, was ist denn das dann für eine Frage? Die können das doch mal wissen. Ich frage auch nicht, Niki, deine Freunde, sind die denn ein Paar? Die haben doch keinen Podcast. Ach so. Wenn man, warum nicht? Jeder hat einen Podcast. Kann doch gar nicht sein. Das kann doch nur wirklich nicht sein. Was muss man eigentlich verbrochen haben, damit man in diesem Land hier keinen Podcast kriegt? Ja, eben. Kaum zwei Mikros, los geht's. Was muss man angestellt haben, damit einem irgendwer verbietet, einen Podcast zu machen? Da muss man ja richtig geisteskrank sein. Werbung. Ich möchte heute mit euch über, das wird euch überraschen, meinen absoluten Lieblingsschuh sprechen. Ja, nicht nur deiner, auch Stefan Raabs absoluter Lieblingsschuh. Das stimmt nicht ganz, denn Stefan Raabs Lieblingsschuh ist der Adidas Superstar und mein Lieblingsschuh ist der Stan Smith. Ah ja. Eine zeitlose Ikone, seit 100 Jahren im Design unverändert. Und das ist der Schuh, den kannst du zu allem tragen. Der passt zum Anzug, zur Jeans, zur Unterhose. Jede Kombination ist möglich. Und ich hoffe, ich schade Zalando und Adidas nicht damit, indem ich ich bin ja nur kein Model, aber ich trage den halt wirklich richtig gerne. Das ist für mich der schönste Sportschuh, den es gibt. Ja, und also seit Jahrzehnten definiert er also der Stan Smith den Begriff Sportschuh immer wieder neu. Und jetzt definiert er grün sein neu, denn es gibt ein sogenanntes Prime Green Obermaterial und das hat 50% Recyclinganteil und dann sieht man also, der ist nicht nur stylisch und sieht natürlich schön aus, wie man den kennt, sondern ist auch noch ein nachhaltiger Sneaker und nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Jetzt gibt es das. Den gibt es eigentlich seit 1973. Das ist also dieses Design. Er ist also praktisch insofern kein neuer Sneaker, kein neues Design, aber ist jetzt grün und nachhaltig, hat andere Materialien. Und das ist zusammen mit Zalando, ja? Adidas und Zalando haben sich da zusammengetan. Zalando vertreibt das, Adidas stellt das her. Und da gibt es also einen weiteren großen Schritt Richtung nachhaltige Mode. Und wenn ihr euch fragt, warum wird der Schuh nochmal ein Stück weit neu erfunden und auch irgendwie grün hergestellt, weil Style und Nachhaltigkeit nicht nur Hand in Hand gehen sollten, sondern auch an deine Füße gehören. Ja. So ist es. Und das heißt, ich kann jetzt meinen ikonischen Stan Smith in noch grüner tragen. Das die haben zum Beispiel so ausschließlich recycelbares Polyester, wollen sie haben bis 2024 in allen Produkten und so. Ja. Und das, ja, irgendwann muss man ja anfangen und das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Also Zalando und Adidas machen da eine vernünftige gute Sache und es sieht auch noch gut aus und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da steht nämlich alles. Werbung Ende! Sag mal, ich habe hier ein Foto zugeschickt bekommen. Es wird immer schlimmer. Von, das ist jetzt eine ganz sachliche Sache, ich will das nochmal abarbeiten. Ich ganz sachlich, da fängt es immer an. Ne? Ich habe ein Foto zugeschickt bekommen von einem im Internet und da sind hier so ganz viele so Büchsen so und so Dosen hier so abgebildet und der wollte wissen, du hast den ein bisschen barsch abgekanzelt mit einem Nein-Punkt. Der wollte wissen, was dein Lieblingstechnikanschluss ist. Ach, das habe ich mir auch abgespeichert. Ach, okay, wollte ich auch heute dann fahren wir die Technik-Ecke ab hier. Los, ab, hier! Ab geht das! Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei. Also, ja. Na, du musst es nochmal, es geht ja nicht um Dosen, es geht um Anschlüsse, um technische Anschlüsse. Genau, ne? Technische Anschlüsse und da hat jemand dir praktisch so ein Schaubild gezeigt von ganz vielen, sieht aus wie so ein Periodensystem, von so ganz vielen Anschlüssen, die es gibt und der wollte einfach wissen, welches deine Lieblingsanschlüsse sind, wenn du was anschließen musst. Und die Frage ist ja berechtigt, ich meine, Klaas, wir beide, wir kennen es jetzt, wir sind jetzt nicht so im Anschlussthema drin, aber es ist eine ganze Welt für sich, in der Herr Schmidti bestimmt stundenlang auch versinkt, weißt du? Anschlüsse gibt es bei uns am Bahnhof, ne? Aber wie ist das bei Schmidt? Also mit Anschlüssen was haben wir hier? Also darf ich mal vorlesen? USB-A, Firewire, Ethernet, Modem, Apple Desktop, Mac Serial, Centronics,
Oh, sind da seltene dabei oder Sammlerstücke? Ja, sind da Sammleranschlüsse, Schmidt? Gibt es welche, wo du vielleicht auch so einen persönlichen Bezug zu Limited hast? Limited-Anschlüsse vielleicht, wo ganz wenige Stecker bloß reinpassen? Ja. Ja, also auch die Zuhörer verdrehen gerade die Augen, weil sie durchschauen, was ihr vorhabt. Was ist denn jetzt dein Lieblingsanschluss? Ich versuche mal eine andere Taktik. Und jetzt schon wieder für einen Hintersinn unterstellt. Er wird einem wieder einmal ein dieses Gezeter. Weißt du, erst heißt immer, wir interessieren uns nicht für dich. Ich frage, welches. Dann wird das hier gefragt. Ich frage, welches Stromloch hier gefällt dir? Ja. Und dann wird mir so eine Art doppelter Boden unterstellt. Ja, was soll ich, wo soll das denn? Das ist richtig mies von dir, Schmidt. Wenn es nach dir geht, metamäßig noch hin. Ich will wissen, sag hier HDMI 2, dann halte ich's Maul. Also, was, ich will doch nix. Ich würde schon auch ein bisschen die Geschichte dazu wissen. Die Geschichte? Ja, hier, guck mal. Surround Sound Anschluss. Ja. Component Video. Also ich versuche jetzt mal Abteilung Attacke, ne? Wieder Hoeneß. Immer wenn es eng würde, hat er Leute beschimpft. Also das mache ich jetzt nicht, aber ich liefere euch, was ihr wollt, und dann gehen wir weiter. Also ich finde, interessanterweise ist mein Lieblingsanstecker ist gar nicht dabei. Was? Nee, das was? Sind nämlich die Bananenanstecker von Receivern, von Stereo oder von Also Rot-Weiß. Nein, du Idiot. Bananenstecker, das ist... Damit, dumme Sau. Komm du hier mal nach vorne und sag du mal deinen Anstecker, du dumme Sau. Also angenommen, du hättest zum Beispiel, früher war es eine Dolby Digitalanlage in deiner Welt, eine 5.1 oder das kann man ja steigern bis... Idiot. Und dann willst du hochwertige Lautsprecher anschließen. Ja. Und damit man die nicht so, die, wie du sagen würdest, Rot-Weiß-Kabel, da so reinfummeln muss da hinten und die zerfranzen und so. Schmidti, du musst gar nicht so aufregen, kann man die erzählst mal ganz in Ruhe, dass auch die Leute mitschreiben können. Ja, kann man die in Bananenstecker quasi einschrauben, die Kabel. Und dann kann man die hinten in die Stereoanlage, ich nenne es jetzt mal so salopp, hinten in die Lautsprecheranschlüsse ranmachen. Und Thomas Schmidt, was macht das mit dir, dass das jetzt möglich ist? Unfassbare Befriedigung, weil es aufgeräumt ist. Und es wirkt, es ist professionell. Es ist eine Ehrerbietung gegenüber der Stereoanlage. Und da gibt es doch sicher auch, da gibt es wahrscheinlich ganz einfache, die sind silbern, und da gibt es doch sicher auch das bessere Modell, was man da investiert. Ja, habe ich auch geguckt, habe ich mich informiert, aber leider ist das so ein Segment, wo man jetzt irgendwie das Bessere schon ab 12 Euro hat. Okay, und sicher kann man ja irgendein Kabel verwenden, oder Schmidti? Man kann sagen, egal wie du, ja, was soll ich sagen? Du kannst halt irgendwie mit deinem Porsche auch 5 km/h fahren. Weil du fährst den aus. Aber was auch ein unterschätzter Anschluss ist, ist der Toslink. Der ist hier aufgeführt. Mhm. Das ist so die frühere Variante, wie man quasi den Sound übertragen hat, zum Beispiel vom Fernseher auf den Receiver. Und das Geile an diesem Anschluss ist, dass der so leicht magnetisch einklickt. Und können wir diese Folge Tosling Gate nennen? Ryan Tosling. Ryan Tosling. Ja, toll. Danke, Schmidti. Ja, bitte. Siehst du wohl. Ich bin gestern mit Schmidti in sein Fahrrad gefahren. Mit seinem schnellen Superfahrrad? Mit seinem schnellen Fahrrad. Einmal treten bis nach Norderney. Ja, und ich war ja, hart entschieden dafür, das Ding albern zu finden. Aber es ist die perfekte Imitation von selber die Füße bewegen. Du bewegst selber die Füße? Naja, man bewegt die so. Aber man hat jetzt natürlich die Kraft übertragen von meinen eigenen Muskeln, also das, was man Sport nennt. Ja. Das passiert eigentlich gar nicht. Und man merkt das aber nicht. Man denkt die ganze Zeit, man macht es selber. Ja, ist mega obwohl geil. Es das Fahrrad macht. Das ist wirklich die perfekte Illusion von Bewegung. Hab's Sonntag bestellt auch. Echt? Ja. Aber es dauert irgendwie jetzt 12 Wochen, bis das kommt. Ja, super unbefriedigend. Also wenn ihr meine Bestellung seht, dann schickt das mal bitte schneller jetzt. Ich will das haben. Ah ja. Ja, Schmidt, du bist aber auch, also was man jetzt ja nicht sehen kann, ist, dass Schmidt manchmal so ein bisschen über Kreuz guckt. Also wenn jetzt einer anfängt zu reden, dann dreht Thomas so den Kopf zu demjenigen und die Augen ziehen so nach. Ja. Weil du dann doch so ein bisschen müde bist. Ne? Du bist ein bisschen überzwärsch. Ja, da denke ich an meine Bananen. Bist du überzwärsch? Du bist überzwärsch schon wieder, Schmidti. Wenn ich gleich die Flaschen hier an die Wand werfe, dann bin ich überzwärsch. Du hast wieder wochenlang, bist du da aus deinem Schnittloch nicht rausgekommen. Also Schnittlauch. Schnittloch. Achso. Mit Jan Bob. Wir haben ja, heute ist Donnerstag, das heißt ja. am Tag vor der Nacht der Ausstrahlung werden wir jetzt auch hier nehmen wir jetzt gerade Baywatch auf, und wir sind so ein bisschen, merkt man, übernächtigt. Mhm. Na, ihr beide seid ein bisschen überzwäsch. Überzwäsch. Ja.
Und das liegt daran, dass wir gestern die 15 Minuten hatten, die ja so, uns, ja, die so ein bisschen Überlänge hatten. Extended. Und ja. Extended 15 Minuten, ziemlich lang gefühlte 15 Minuten. Und das hast du ja dann geschnitten und wir hatten da beide viel mit zu tun, deswegen sind wir so ein bisschen müde. Moment, jetzt erzähl doch noch einmal kurz, was ist geschehen in zwei Sätzen? Also es ist so, wir haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und haben uns überlegt, was können wir denn machen und haben dann am Ende, haben wir eine Schicht einer Krankenpflegerin aus dem Krankenhaus übertragen und ja, so, das ist im Groben passiert. Ja, das Besondere war doch, dass normalerweise sind es 15 Minuten Sendezeit und die wurden dann verlängert ohne Werbung auf ProSieben bis spät in die Nacht, um eine ganze Schicht von dieser Krankenschwester abzubilden und das praktisch direkt mit einer kleinen GoPro, ne? Genau, die hatte eine Bodycam um und die komplette Schicht wurde da übertragen und das ist irgendwie, ich habe gestern auch noch bis 2:30 geguckt, weil es wirklich, also gerade, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, in was für einem Quatschberuf wir arbeiten so und wenn du da mal siehst, auch mit so einem Schritt zurück, wenn du im Schnitt sitzt, dann kriegst du das, dann verlierst du da irgendwie so den Überblick und dann hast du irgendwie nicht mehr so das Gefühl für das, was da eigentlich passiert. Und gestern bin ich dann irgendwie aus der Regie da, irgendwann habe ich gesagt, so komm, jetzt können wir da auch nichts mehr dran machen. Jetzt fährst du heim, habe ich mich ins Bett gelegt und wollte so zum Einschlafen nochmal so ein bisschen da reingucken und ich bin wirklich dran geblieben, weil ich bin fasziniert davon, wie Leute mit einem richtigen, sinnvollen Beruf ja, vor allen Dingen, da agieren. Und das ist man muss ja auch sagen, man sieht da ja mal, wie wenig Pausen gemacht werden. Und ja. Da meine ich jetzt auch Pausen, wie sich einfach mal hinzusetzen, mal für 2 Minuten. Oder mal kurz rauszugehen, mal durchatmen, frische Luft atmen, so, ne? Das passiert da einfach nicht. Das dauert, ich glaube, es hat 4 Stunden gedauert, ja, bis der ersten Schluck Wasser getrunken hat. Das war fast so ein Wettrennen. Also die Pflegerin Maike, die hat, die sagt irgendwie ab 3 oder so, ich gehe gleich mal in die Pause. Und ab dann hört man immer nur noch, ah, ich muss mal eben, oh, ich muss mal eben. Und die Pause kommt einfach nicht. Sie kommt nicht und kommt nicht. Also sie macht einfach keine Pause. Sagt irgendwann nur, jetzt rentiert sich's auch nicht mehr. Das ist es. Und man merkt aber auch, dass sie sich die Pause hätte nehmen können, wenn sie, ich sag mal, weniger Zeit sinnvoll mit den PatientInnen verbracht hätte. Ja. Sie war aber dann in den Zimmern und man merkt, mit was für einer Hingabe, was für einer Geduld und auch mit was für einer unglaublichen Energie sie nicht nur fachlich alles richtig macht, man darf auch keine Fehler machen, man muss da ziemlich viel auch technische Geräte bedienen, man muss sich auskennen mit allem, man muss gewisse Zugänge legen, das richtige Medikament spritzt, das alles vorbereiten, also muss man auch so genau konzentriert, fokussiert sein und so. Aber neben all dem hat man im Idealfall, wenn man das kann, menschlich und wenn man diesen Beruf in all seinen Facetten ausüben will und gut sein will, hat man eben auch noch die Möglichkeit und vielleicht auch ein bisschen die Aufgabe, den Patienten ihre eigene Angst zu nehmen, weil die sind in keiner einfachen Situation. Da bist du vielleicht sogar todkrank, zumindest sehr schwer krank, auf dem Weg der Besserung oder vielleicht auch auf dem Weg in ein Tal, was nicht so angenehm wird, was man ja manchmal vorher schon weiß, dass gewisse Therapien auch Nebenwirkungen haben, die jetzt erstmal eine Verschlimmerung des Gesundheitszustandes zumindest emotional verursachen, um dann irgendwann da wieder rauszukommen. Gerade bei einer Chemotherapie und so weiter. Das ist ja alles nicht angenehm, aber wenn man Glück hat, zielführend. Und da hast du als Krankenpflegerin natürlich auch die Möglichkeit, mit Menschlichkeit und Wärme und Zugänglichkeit und Verständnis und Empathie und all dem den Menschen das ein bisschen leichter zu machen. Das hat sie so toll gemacht. Dieses, was ich so liebe, ist dieses herzliche, warme Normalisieren eines eigentlich unnormalen Zustandes, eines unnormalen Tages. Da ist jemand im Krankenhaus, das ist alles nicht so, wie man das von zu Hause kennt. Die Menschen, die man dort gesehen haben, na klar haben die einen anderen Alltag, haben sich vielleicht mittlerweile daran gewöhnt, dass sie sich in erster Linie um ihre Krankheit und in zweiter Linie um ihr tatsächliches Leben kümmern können und müssen. Aber dann ist da jemand, der einem dabei hilft, es nicht so zu einer unnormal schrecklichen Situation werden zu lassen, sondern so ein bisschen so zu tun, komm, wir beißen uns da jetzt durch und ich bin dabei und wenn was ist, dann helfe ich ihnen. Und dieses Lachen und diese Hand auf der Schulter, die Patienten vielleicht spüren in so einem Aufenthalt, in so einem Krankenhaus, das hat die Maike und ganz viele andere machen das natürlich auch, die wir gestern nicht gesehen haben, aber das hat die Maike da geleistet und das ist wirklich so herzerwärmend und so bedankenswert und so toll.
ich hatte mit der ganzen Idee nichts zu tun und habe die deswegen als Zuschauer erlebt. Und was mich eigentlich am meisten berührt hat, war, dass einer sagt an irgendeiner Stelle, dass sie eigentlich, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen, nicht mal Zeit haben, für bessere Bedingungen zu demonstrieren. Und letztendlich war das ja gestern Abend eine 8-stündige Demo für eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft, nämlich die Menschen, die sich um die Leute kümmern, die gerade schwach sind, ob die nun jung und krank sind oder alt und pflegebedürftig. Und das Besondere ist ja auch schon, dass ProSieben, ein Sender, der ein Privatsender ist, der eigentlich auch von den Werbeeinnahmen lebt, dass der so eine Aktion mitträgt und sagt, hier verzichten wir auf jeden Werbeblock und wir zeigen das 8 Stunden lang. Wie ist das denn entstanden? Ich kann das immer noch nicht glauben. Also erst in dem Moment, wo das wirklich lief und irgendwann in Stunde 3 lief oder so, konnte ich so realisieren, ja, das ist wirklich passiert. Das klingt, ist vielleicht für Außenstehende gar nicht so, dass die Sensation, in Anführungszeichen, die, wie wir das wahrnehmen als Produktionsfirma, als kleine Produktionsfirma hier, die wirklich zu ihrem Sender geht und sagt, du könnt ihr mal auf alle Werbeeinnahmen verzichten, die ihr an dem Abend habt. Na, das ist, als ob du zum Bäcker gehst und der sagt heute, nehmt euch aus der Theke, was ihr wollt. Ja, und wir schnallen jemandem eine GoPro um. Und dann zeigen wir das unkommentiert, mehr oder weniger. Also man wird jetzt nicht so, wie du sagen würdest, an der Hand genommen, dass man jetzt immer jeden Schritt, der da vollführt wird, erklärt kriegt, welche Medikamente, wozu jetzt der Handgriff nötig ist. Es ist nicht Emergency Room, ne? Es ist nicht Emergency Room. Es ist auch keine Reportage im eigentlichen Sinne, sondern einfach dieses ganz rohe. Es ist letztendlich ein Versuch oder eine Möglichkeit, wirklich durch die Augen desjenigen, der das wirklich macht, diesen Tag und diese Schicht zu erleben. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Tage. Da ist es mal noch anstrengender. Mal gibt es vielleicht auch ein paar außergewöhnlich schöne Momente, die auch nicht jeden Tag stattfinden. Mal gibt es auch ein paar außergewöhnlich traurige Momente. Das konnte man ja auch in den Kommentaren, die rund um diese ganze Sendung da liefen, noch eingeblendet wurden und immer mal wieder zu hören waren und so. Also es ist ein Beruf, den jeder da mit Leidenschaft macht, der dringend Nachwuchs braucht. Das heißt, das Ganze soll nicht nur eine Demonstration der nicht so guten Bedingungen sein, sondern vor allem eben auch eine Demonstration, ich finde, das hat auch gut geklappt, von dem Beruf an sich sein, der auch toll ist, den man machen möchte. Und wenn man da auch diese Leute sieht, also was ich so dachte bei jedem, den wir da auch in dem Krankenhaus gesehen haben und das Miteinander auch untereinander, also solche Kollegen wünscht man sich doch, oder? Mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten ist doch schön. Und Leute, die aus solchen Motiven diese Arbeit machen, eben trotz der widrigen Bedingungen, das ist jetzt menschlich erstmal, sind das Leute, mit denen man einen großen Teil seines Lebens, und es ist nun mal so, wenn man einen Beruf macht, dann verbringt man viel Zeit miteinander. Und da muss man sich auch überlegen, was sollen das denn so vom Wesen her, vom Herz her, was sollen das für Leute sein, mit denen ich da so viel Zeit verbringe? Und die Menschen, die wir da gesehen haben, und das gilt natürlich für ganz viele Kollegenkreise in verschiedensten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, das sind per se erstmal ganz gute Typen. So. Und auf der anderen Seite braucht man neben dem Nachwuchs natürlich jetzt Reaktionen. Man kann immer nur so gucken, dass man so in der Kette der Leute, die da so Sandsäcke sich zuwerfen, dass man den Platz einnimmt, den man eben ausfüllen kann. In unserem Fall ist das die Darstellung und eben ja die Demonstration zu organisieren. Aber darauf reagieren, das jetzt aufzunehmen, zu sagen, also klarer und deutlicher und präziser kann man ja ein Begehr nicht formulieren, als wie das gestern ganz, ganz viele tausend Leute gemacht haben, dass man das jetzt mal aufnimmt und sagt, jetzt lassen wir mal wirklich was ändern. Das ist jetzt der nächste Schritt. Es wäre natürlich traurig, wenn nicht mal so eine riesengroße Welle der Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass es ins nächste Becken schwappt, wo auch mal wirklich was passiert. Die Befürchtung habe ich fast, dass auch das untergehen wird. Ja. Aber man muss auch sagen, das wird dich jetzt beschämen, aber kann man ja auch mal sagen, dass hier, das war die Idee von Klaas, der auf uns zukam und meinte, ey, wie wäre es denn, wenn wir einer Pflegerin eine Bodycam umhängen und zeigen die komplette Schicht? Und das muss dann auch werbefrei sein. Und mit einem Enthusiasmus, den du da rein. Und alle so, ich weiß es noch so, am Tisch, die nur gesagt, oh fuck, wieder so eine Idee. Und das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit und sehr viele Telefonate und sehr viel Bangen und Hoffen, dass das klappt und Überredungskunst und so. Und das ist so ein Moment, wo man dann erst denkt, oh, lass mich mit dem Käse. Genau wie als du damals zu Duell kamst und sagst, du, lass uns eine Show machen, wir reisen um die ganze Welt. Oh, lass mich mit dem Käse rum, ich will hier Viva Live machen. Ey. Und so war das erste Gefühl, dann hat aber, glaube ich, jeder auch so eingesehen, Alter, wenn das klappt, ist es halt einfach eine sehr gute Idee. Und dann muss man das probieren, wenn man irgendwie, und ich glaube, das ist ein Privileg, das wir haben, auch in Zusammenarbeit mit ProSieben, dass wir denen teilweise mit abstrusen Ideen kommen können
und die Chance haben, das zu verwirklichen. Und wenn wir als so Quatschonkels so ab und zu mal diese Gelegenheit kriegen, dann müssten wir uns ab und zu auch mal so an die Wange hauen und sagen so, das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt und wir versuchen das auszunutzen, was wir auch an Vertrauen vom Sender kriegen. Und dann gehen wir, dann rufen wir da an, sagen, ey, wir haben das da vor und dann sagen die, ja, lass uns das machen, lass uns das probieren und wir setzen mal alle Hebel in Bewegung. Das ist einfach. Oder ja. Wenn wir was Philosophisches machen, dann setzen wir alle Hegel in Bewegung. Richtig, ja. Könnte auch sein. Ich möchte wirklich nochmal sagen, vielen Dank. Das haben wir gerade schon mal gehört, natürlich an ProSieben, vielen Dank ans Klinikum in Münster, vielen Dank an die ganze Abteilung, allen voran Maike, aber auch alle PatientInnen, die man dort gesehen hat, also jeder, der da praktisch sichtbar zu sehen war, hat natürlich da eingewilligt. Andere Daten wurden unkenntlich gemacht und so. Und alle Pfleger und Pflegerinnen, die den Mut hatten, auch da in den Kommentaren zu sprechen, ja. Die setzen was aufs Spiel. Auch da steckt wahrscheinlich eine Klinik dahinter, wo sie vielleicht nicht wissen, wie reagieren die darauf? Ist das in deren Augen Nestbeschmutzung? Ist das irgendwie Image-Schäden? Oder sonstiges, die gesagt haben, nein, wir zeigen uns, wir werden da auch mit Namen stehen, wir werden nicht unkenntlich gemacht, wir werden unsere Meinung sagen oder unsere Erfahrungen geben, kann man auch nicht hoch genug einschätzen. Und dazu auch noch, und da muss ich auch noch mal einen rausheben, dieser Alexander Jorde. Ja. Ich hatte wirklich in den letzten 14 Jahren so ziemlich, also schon sehr, sehr oft Interviews geschnitten, transkribiert, im Schnitt vor mir liegen. Und der Herr Jorde ist, glaube ich, 24 und also es ist unfassbar. Ich habe selten jemanden so eloquent reden hören, so geschliffen. Da gibt es kein A, kein M. Es ist einfach alles auf den Punkt, was er gesagt hat. Und er kann das gleichzeitig seriös als auch emotional übertragen. Und das ist wirklich, also sowas habe ich selten erlebt. Vielleicht ist es ja auch nochmal so ein Aufruf an die Politik hier, sich mal an den jungen Mann zu wenden und seine Erfahrung mit einzubeziehen in dieses ganze Thema. Wir wollen alles vermeiden, dass sie den jungen Mann nicht vor sich haben. Naja, da ist ja bekannt geworden. Das war ja damals, war das Gefäß die Bürgersprechstunde. Und da hat der Alexander sich zu Wort gemeldet und ist über seine Wortmeldung und über die Darstellung der Umstände, mit denen er da zu kämpfen hat und viele andere auch, eben bekannt geworden. Ja, da war das Gefäß eben Wahlkampf, jetzt haben wir bald wieder Wahlkampf. Wäre doch schön, wenn wir denen das Thema einfach aufdrücken. Also Wahlkampf ist ja immer so eine Sache, die so lange so gestaltet wird, wie sich das die Wahlkampfteams selber vorstellen, bis nicht Druck herrscht. Und dann wird auf einmal etwas zum Wahlkampfthema, das hört man ja oft. Und zum einen ist das nervig, weil dann auf einmal so Sachen hochgekocht werden, die dann 4 Jahre erstmal wieder wurscht sind. Zum anderen ist es aber auch eine Chance, dass man in so einer Zeit schneller mal durchkommt, weil eben gar nicht so stark gemauert werden kann in so einem Moment. Das heißt, dass man diesen Ball jetzt aufnimmt und es gibt noch ein Buch, das heißt Kranke Pflege von Alexander Jorde. Da steht es auch nochmal, das kann ich euch auch nur empfehlen, das ist tatsächlich ganz interessant. Und nochmal herzlichen Dank auch an die Kollegen von Janus TV, mit denen wir da zusammengearbeitet haben. Die haben uns da technisch sehr viel geholfen und wir haben also praktisch eine Zusammenarbeit gemacht mit einer Produktionsfirma, die sich eben auskennen mit der produktionellen Herstellung eben auch von solchen Feeds und von solchen Sachen. Also vielen Dank nochmal dafür. Ja. Jetzt ging es ganz viel um Positives, um etwas in Bewegung setzen und dem möchte ich gerne was entgegensetzen, nämlich missgönnen. Mhm. Ganze Thema missgönnen. Ja, ja klar, also los geht's. Die dunklen Seiten meiner Seele. Ich bin hier in Berlin geboren und aufgewachsen und wenn in Berlin schönes Wetter ist, so wie wir es diese Woche beobachten durften, gestern 24 Grad, dann kommen alle Berliner aus ihren Dreckslöchern, einschließlich ich, und wir gehen dann alle so auf die Straße und dann ist man so ein bisschen draußen. Ne? Ja. Und wenn alle Berliner draußen sind, dann sind auch alle Facetten von Berlinern draußen. Und gerade hier in Kreuzberg, wenn wir hier Mittagspause machen, man ist dann so eine Stunde mal so draußen und viele Kolleginnen und Kollegen gehen dann auch im Park und man isst dann da mal was, um an der Sonne zu sein. Dann sieht man auch die Berliner, die ein bisschen ähnlich wie der 12-jährige Klaas Höfer Umlauf vor allen Dingen deswegen rausgehen, um ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Ach, die so kleine Shows machen? Na, das sind unterschiedlichste. Also es gibt jonglierende Berliner. Es gibt welche, gestern gesehen, die schreien laut und machen dabei Parkourübungen über Bänke im Park. Dann gibt es einen jungen Mann, der hat so eine gelbe Brille an und hat ein Fahrrad mit einem Anhänger und da ist eine gigantische Box. Mit dieser Box könntest du die Center Stage von Rock am Ring beschallen. Der hat doch auch hinten noch so eine Fahne dran, ne? Und da läuft so eine Musik. Hare Krishna, 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 Hare. So, und der fährt dann einfach mitten durch Kreuzberg. Und ich möchte euch allen einen Hinweis geben. Wo unterscheidet sich der richtige Berliner vom Zugezogenen?
Der Zugezogene reißt die Augen weit auf, zeigt mit dem Finger auf diesen Mann, tuschelt mit seinem Nehmer und sagt, guck mal da, guck mal, hast du diesen Mann gesehen? Das ist ja unglaublich, was macht dieser Mann, was will dieser Mann, wohin, was tut er, was führt er im Schilde, was ist das für ein unglaublicher Bon Vivant? Der Berliner allerdings missgönnt jedem jegliche Aufmerksamkeit. Der Berliner würde an einem nackt strippenden Papst vorbeilaufen und eigentlich nicht mal den Kopf in die Richtung neigen. Und das macht eigentlich den richtigen Berliner aus. Das stimmt, das ist aber super. Missgönnen von Aufmerksamkeit. Wir Berliner gönnen niemandem Aufmerksamkeit. Und deswegen, das klingt erstmal negativ, ist Berlin so ein tolles Pflaster. Deswegen können diese ganzen Spinner und Spinnerinnen alle raus, wenn die Sonne scheint, können ihren Scheiß aufführen, weil es keine Sau stört und auch keine Sau interessiert. Aber das ist aber das Wesentliche ist daran, und das ist eigentlich das Gute, es stimmt nämlich wirklich, es stört auch keinen. Ja, es stört keinen. Die sagen alle, ja, lass ihn doch da machen. Wenn er meint, dass er mit drei Kettensägen jonglieren will, dann bitte. Ich bin gerade erstaunt, weil ich immer dachte, die Berliner ignorieren das, weil sie, also ich komme ja vom Dorf, ne? Ja. Und komme da in die Weltstadt. Ja. Und dann denke ich mir so, ach, einmal möchte ich so sein wie die Berliner, weil da sitzt George Clooney nebenan in einem Restaurant und die ignorieren ihn alle. Und da dachte ich halt einfach, weil die das alle schon gesehen haben, alles schon erlebt und jetzt erzählst du mir, die sind eigentlich nur, die wollen dem keine Aufmerksamkeit gönnen. Nein, weil man sagt sich, diese Leute, denen ist das, also der Berliner ist in seiner Seele ein Arsch. Und wenn aber gönn jemand, doch dem Clooney die Aufmerksamkeit. Nein, wenn jemand rausgeht mit seinem Lastenbike, mit der Riesenbox und für den die größte Freude, das größte Glück auf Gottes Erden wäre, dass einer mal so hinguckt und sagt, du bist ja ein verrücktes Huhn, Mensch. Ja. Dann macht man das nicht und missgönnt ihm das. Aber da kann ich dir versichern, dass auch als Zugezogener aus genau denselben Gründen laufe ich auch an allen Straßenkünstlern vorbei. Ist richtig. Einfach nicht hingucken, sich nicht begeistern lassen und sich nicht mal ein Oho entfleuchen lassen. Wie gehst du um mit den Jongleuren an der Ampel? Guck ich weg. Naja, die kommen ja an dein Fenster. Ja, und, also die werfen ein bisschen ein paar Stöcke in die Luft und dann kommen sie an dein Fenster und hätten gern einen Obolus. Also ich habe grundsätzlich für mich die Regel, dass jeder, oh Gott, da kommt jetzt ein Teufel. Die kommen an deinen Porsche und klopfen an das Fenster. Also jeder, der bedürftig ist und mich nach Geld fragt, dem gebe ich das Geld, was ich in der Hosentasche habe. Das ist wirklich meine Regel. Aber Leute, die sowas jonglieren, die so gerade so aus, was weiß ich, aus Sevilla mal so durch Europa rumpennern und da so ihre drei Diabolos und irgendwie so einen abgewichsten Bowlingpin da so in der Hand haben und den so irgendwie 10 Meter in die Höhe halten und dann rülpsen die einem dann noch so eine kleine Feuerflamme so entgegen. Also die können sich wirklich mal gehackt legen. Die kriegen von mir nichts und das sind auch Leute, die ich hasse. Die sollen einfach studieren gehen, die sollen sich für die Zukunft ihres Landes engagieren, die sollen arbeiten und die sollen sich rasieren und waschen und mir nicht da irgendwie ihre Kacke davor jonglieren. Interessiert mich, es ist auch scheiße. Jetzt muss ich auch mal was sagen. Alles, was ihr zeigt da an den Kreuzungen, ist scheiße. Es ist auch schlechte Unterhaltung. Es ist Kacke. Das ist keine Kunst zu jonglieren. Klaas kann auch jonglieren. Jeder Arsch kann jonglieren. Es interessiert mich nicht, eure Scheiße. Dann zeigt mir was Gutes, dann gibt's auch Geld. Was wäre denn was du in der Ampel, du musst was mein Supertalent ist. Ich erwarte damit einen Mann, einen dreibeinigen Hund, der Salto kann. Dann gibt's von mir 10 Euro und einen Applaus. Aber für diese Scheiße bin ich nicht mehr bereit hinzugucken. Ja, okay. So. Das heißt, du guckst dann absichtlich auf deinen Steuerknüppel, damit du also irgendwie... Ja. Okay. Ja. Gut, ja, also war jetzt ein ziemlich emotionaler Ausbruch, aber offenbar haben wir da... Musste mal sein. Ja, das sind die Themen, die Deutschland bewegt. Der gerechte Zorn von Jakob Lund. Ja, Anne Will. Ja. Darf vielleicht mal nachfragen, genau. Wenn die Kanzlerin ich muss mal da zu Anne Will. Die soll mir mal auf den Zahn fühlen, dass ich da mal so richtig explodieren kann. Das übrigens, jetzt müssen alle mit beobachten, es ist wieder Zeit der Wahl. Ne, es ist Wahlzeit. Ja. Und jetzt kann man eine Technik super gut lernen und das heißt, sich ins Spiel bringen. Wie bringt man sich ins Spiel, indem man sagt, man möchte etwas auf keinen Fall machen, was einem erstens niemand angeboten hat und für das einen keiner vorgesehen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier in diesem Podcast nochmal klarstehen, ich stehe als Präsident des Deutschen Tennisbundes nicht zur Verfügung. Nochmal, Klaas, weil du mich ja mehrfach schon darauf angesprochen hast. Ich werde nicht der neue Präsident des Deutschen Tennisbundes. Ja. Dann ist das Thema draußen. Ich habe das mit mir in Verbindung gesetzt. Das ist die alte Karl-Theodor-zu-Guttenberg-Schule. Einfach in alle Talkshows gehen und sagen, Leute, bevor wir jetzt hier anfangen, will ich einmal sagen, ich sehe mich nicht als Bundeskanzler. Ja. Und keine, also hä? Was will er? Ja, so hat Jens Spahn das ein bisschen zu früh gemacht schon. Ja.
Ja, ja, Jens Spahn hat das, das ist so wie mit, wenn man so Leute sieht, so Bekannte, die irgendwie ein Kind erwarten und die dann in Woche 2 der Schwangerschaft schon 10 Namen sagen für das Kind. Ja. Wo man genau weiß, also die 10 Namen wären es schon mal nicht. Stimmt, ja. Ja, und die heißen dann irgendwie Hirsmürksen, weil nichts mehr über ist. Ne? Und so ähnlich ist das dann auch mit dem Job von jemandem wie Jens Spahn. Also irgendwann ist praktisch nichts mehr über. Ja, und dann... In seinem Fall wurde er dann Gesundheitsminister, dass das jetzt nochmal so eine Riesennummer wird, hat er auch nicht mitgerechnet. Ne? Nee. Aber das war eigentlich schon so die Verabschiedungsrunde, ne? Und dann kam er dann doch nochmal in Verantwortung. Werbung! Kennt ihr eigentlich O2 Select and Stream? Kennt ihr das? Da bekommt man einen Streaming-Anbieter seiner Wahl für 12 Monate inklusive, ja? Also wenn man praktisch einen O2-Vertrag hat, kriegt man das noch oben drauf. 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder O2 TV. Und in vielen O2-Tarifen ist jetzt also 12 Monate Streaming inklusive und dann kann man sich das aussuchen zwischen diesen, ja. Und bei O2 TV zum Beispiel, da gibt es beste Unterhaltung aus allen TV-Welten, klassisches Fernsehen gibt es da, Mediatheken, viele Genresender und aber alles komfortabel zusammengefasst auf einer Plattform. Da gibt es dann Tatort, aber auch Let's Dance und Hütte der Löwen, Sing meinen Song. Late Night Berlin kann man zum Beispiel schauen. Die Show kann man gucken. So ist es. Duell um die Welt. Und das Besondere bei O2, und das macht es zu einem richtig guten Angebot, ist, dass man sich den Streaming-Anbieter eben aussuchen kann. Ich kann aussuchen, ob ich Netflix, O2 TV oder zum Beispiel Sky Ticket nutzen möchte. Ja, so sieht's aus. Ja, also dann bei O2 TV ist tatsächlich über 100 Top-Sender, davon 90 in brillanter HD-Qualität. Und man kann das auf 4 Geräten parallel nutzen. Das heißt, man muss sich da jetzt nicht immer überlegen, wo gucke ich das jetzt, sondern man kann eigentlich alle Geräte, die man sonst so benutzt, gleichzeitig und super easy miteinander verbinden. Auf o2.de oder in der Mein O2 App gibt es dazu Infos und dann könnt ihr euch das mal anschauen und natürlich auch in den Shownotes. Ne? Das habe ich gar nichts gesagt, aber ich finde das auch sehr gut. Also Schmidt findet das sehr gut und macht da seinen Schmidt findet das sehr gut Aufkleber vorne drauf. Gefühlt. Werbung Ende! Ich habe jetzt, letztens habe ich mir nochmal nachts, das war auch toll, habe ich mir nochmal den Schlager-Olymp angeguckt. Oh. Den Schlager-Olymp. Was ist da das Konzept? Da war, ja, weiß ich nicht, da standen irgendwelche Schlagertypen auf so einer Treppe und haben gesungen. Bisschen mit viel Gedöns. Weil ein Olymp ist ja was Gutes, sowas wie der Himmel bei den Griechen, ne? Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Oder scheiße, was ist denn Schlager-Olymp? Was ist denn das, was der, wo die No Angels da aufgetreten sind? Da gab es im SWR nochmal eine Wiederholung. Habe ich mir nachts angeguckt. Naja, Olymp. Ich nehme an, es war eine griechische Stadt. Und Olympia, oder? Olymp? Was ist denn ein Olymp? Olympia ist der Götter. Olympia war ich schon mal. Das ist eine, da stehen sogar noch die Reste. Da kannst du hingehen. Nein, der Olymp ist, glaube ich, sowas wie der Himmel. Ja, da sind die Götter, Zeus und so. Ja, da wohnen die Götter, glaube ich. Und das heißt also, hier wohnen die Schlagergötter. Ich wollte über Schlager sprechen. Ich wollte es nur mal klären, was das ist. Wer ist denn ein Schlagergott? Ja, zum Beispiel Matthias Reim war da. Maite Kelly war da. Und war wieder herrlich natürlich. Ach, die ist so toll. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wisst ihr, warum sie so ein bisschen aneckt bei DSDS? Aneckt? Echt? Wieso? Nee. Ich lese immer so beim Durchscrollen immer irgendwie Maite Kelly so und so und Gott, kann ich mir nicht vorstellen. Die hat sich die Maske vom Gesicht gerissen. Nein, was denn für eine Maske? Herrlich. Doch hier auch ausführlich erzählt, was sie für grandiose Ideen hat, um da ein bisschen stumm zu machen. Nein, die hat super. Also, wenn die eins gelernt hat in der Großfamilie, dann ist es Sozialverhalten. Ja, aha. Ja ganz klar, klasse. Natürlich. Liebe Grüße. Super, liebe Apropos Grüße. Sozialverhalten, habt ihr auch gelesen, dass Dieter Bohlen, der hat ja jetzt sein erstes Mini-Interview gegeben zu seinem Aus bei RTL. Gut, ja. Das war sehr gut, und er meinte, also als Grund, weshalb er da jetzt raus ist, meint er, das jetzt Familienfernsehen wird jetzt RTL und so ein Revoluzer wie ihn, Revoluzer, hat er gesagt, so ein richtiges 2007-Wort, kann man da nicht gebrauchen. So ein Revoluzer. Er ist zu krass für RTL. Ja, der ist zu eckig und kantig, weißt du? Der ist einfach so, der denkt so out of the box und die wollen jetzt ja wieder zurück in eine Box rein, ne? Und da ist so ein out of the boxer, wie Dieter Bohlen einfach, der schießt da quer. Du singst wie wenn ich auf einen Frosch drauf trete und so, das ist schon der Maximum an Revolution. Jetzt wollen wir hier nicht hetzen, also ich würde mich sehr freuen, wenn Dieter Bohlen uns hier mal im Podcast zum Beispiel besucht und so ein bisschen über seine Pläne auspackt. Was das kommt jetzt Großes? Aber vergessen. Also ich könnte es ja so machen wie mit der PlayStation, wenn ich einfach nicht will, dass irgendwas passiert. Ich möchte nicht, dass Dieter Bohlen kommt. Ich glaube, der kommt. Also ich finde, er soll zu Hause bleiben. Er sagt ja, er plant was Großes. Ja, dann plan mal, dann mach mal was Großes. Dann ist ja gut, ist auch in Ordnung. Dann viel Spaß dabei. Ich möchte nicht, dass er in den Podcast kommt. Sag ich, wie es ist.
Was, Dieter Bohlen kommt nicht zu Baywatch Berlin? Wurde ihm das Amt des Interviewgastes nicht angeboten? Ja, so, was ist da mit deinem Schlager-Olymp, mit hier ja, Zeus, nee, Matthias Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass es da ja einen ESC-Kandidaten gibt und der ist da auch aufgetreten. Es gibt auch in diesem Jahr den... Ja, eben. Habe ich schon wieder vergessen. Aber ist es nicht irre, dass auch in diesem Jahr einer zum ESC fahren muss? Ich meine, es ist ja selbst sonst schon, auch aus deutscher Perspektive, jetzt nicht gerade eine leichte Aufgabe, Deutschland in der Welt beim Eurovision Song Contest zu präsentieren. Aber in diesem Jahr gehört wirklich eine gehörige Portion Idealismus dazu. Können wir es wieder so machen, dass Pfeife und Konstantin Kurz einmal jetzt den Namen sagen von dem, der für uns zum ESC fährt? Der heißt also Hendrik oder so ähnlich. Also in Wirklichkeit heißt er so. Jendrik. Vielen Dank, dass ihr das eingesetzt habt. So, da wissen die Zuhörer. Oh, müssen die den ESC abhalten ohne Publikum im Saal? Ja, ne, vor allen Dingen das Witzige war, der hat mit dann... Mundschutz oder wie? Das kann sein, genau. Aber was sehr lustig war, ist, dass man merkt, wir haben ja auch teilweise so ein bisschen ein Problem damit, dass zum Beispiel ich jetzt als Unterhalter merke, dass ich mit meinen mittlerweile 37 Jahren jetzt ja auch nicht mehr zur allerersten Garnitur gehöre. Das heißt, da kommen jetzt langsam neue. Und ja, und ich schaue da so ein bisschen und denke, wer sägt denn da? Ja, dein Karrierehoch war damals bei Otto, ne? Du da den Otto gemacht hast. Als ich Otto im Ferienclub auf Mallorca gemacht habe, das war ich als Robbie Williams bei Escapology. Als ich so kopfüber von dem Kran hing. Exakt, guter Vergleich. Ja. Und das, dann ging es nur noch bergab. Live at Networth vor 700 Vor 700 Mallorca-Urlaubern. Genau, das war live at Networth. In den Lippen. Ja. So ist das. Und ich bin mit dem Helikopter, bin ich über dem Club, bin ich praktisch, wurde ich abgeseilt. Ja, und du bist Supernova, mit dem Flugzeug zurück. Ja, sicher. Nur mit vielen anderen halt. Ne? Ja, ist klar. Und pauschal. Genau. Ja, genau, mit Hapag-Lloyd. Cool. So, und dann war es, so, da muss ich ja auch mal sehen, wer kommt da so als nächstes. Muss ja nicht argwöhnisch sein, das ist der Lauf der Dinge. Ne? Im Schlager-Olymp. Nee, bei mir jetzt, in meiner Karriere. Ja. So. Aber witzig, es ist ja logisch, weil klar, irgendwelche Sendungen kommen neu, müssen auch moderiert werden. Dann kommen da andere, moderieren das. So, ist ja auch okay so. Aber dass es das praktisch auch in der hibbelige, verrückte Typenszene gibt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist praktisch in dem Entertainment-Untersegment verrücktes Huhn auch Nachwuchs gibt und man gucken muss, bin ich hier noch das verrückteste Huhn, ja? Also meinst du eine Art Ross Anthony Junior oder was? Pass auf, genau so war es. Nein, wirklich? Ja, da kam also der, ich weiß nicht, Hendrik oder wie auch heißt, haben wir ja gerade gesagt. Jendrik. Der ist, ich hatte auch blond gefärbte Haare und sein Hauptmerkmal ist Hibbeligkeit. Ja, er hat so eine kleine glitzernde Ukulele in der Hand und macht so und macht dann immer so hektische kleine Bewegungen und dann ist er wieder zurück und man merkt so richtig, er ist so richtig aufgekratzt und es ist so ein bisschen so, dem kommt praktisch so die Energie bis in die Fingerspitze und die gute Laune sitzt ganz vorne in der Nase und er will so ganz gerne Sachen beantworten und ist so richtig so ein quirliger Typ. Ja. Aber der eigentliche quirlige Typ stand 3 Meter daneben. Nämlich der echte Ross Anthony, der hat das irgendwie mitmoderiert oder so, der war da auch. Und der wurde immer geschnitten, wenn praktisch die großen Auftritte kamen von Roland Kaiser bis No Angels bis Matthias Reim bis Beatrice Egli und so. Die haben dann alle da geschnitten. Dann wurde immer Ross Anthony reingeschnitten, wie er so in der Ecke vom Studio so verrückt getanzt hat. Ja. Ne? Und jetzt war also dieser neue Typ und wurde interviewt nach seinem Auftritt von Florian Silbereisen und Ross Anthony hat sich das, hat sich höflich beherrscht, aber ich meine gesehen zu haben, wie Ross Anthony in seinem Glitzeranzug gedacht hat, na, wenn der mir mal nicht gefährlich wird, meine ich, dass ich das durchgesehen habe, er hat das natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, dass das praktisch auch am Thron des verrücktesten Huhns des Popschlagers genauso gesägt wird wie in jedem anderen Thron. Oh, und krass. Wie wollen wir uns da jetzt verhalten? So ein Haifischbecken, ist das ein Haifischbecken? Das ist ein Haifischbecken, ja. Ja, so. Wie wollen die wir Ellbogen ausgepackt. Ja, ein Koi-Fischbecken. Aber können wir jetzt irgendwas tun für unseren Freund Ross Anthony? Ja, also wir können ihn unterstützen, indem wir diesen ESC-Typen fertig machen. Okay, jetzt finde ich... Indem wir den imagemäßig wegbeißen. Fangen wir mal vorne an und vielleicht kann Konsti, wenn er schon am Einspielen ist, auch mal kurz den ESC-Song, den offiziellen von uns, kurz einspielen. Bist du verrückt? Ja, so 8 Sekunden. Oh nee. Nur 8 Sekunden. Der lebt aber von so einem Wechsel. Da ist dann so, der ist so albern in der Mitte und dann zwischendurch ist der so cool rockig. Können wir dann nur den Wechsel hören? Und da war der Regisseur von dem Schlager Olymp wahnsinnig überfordert. Weil der irgendwie wollte so auf Rhythmus schneiden, das geht bei Roland Kaiser natürlich easy peasy. Ja. Da war es ein bisschen
arg hektisch dann. Konsti, fahr mal ab, das Ding. Und, ja, haben wir da Chancen? Nee, wir haben da keine Chance. Die Pandemie kann helfen. Darum geht's auch gar nicht. Es geht nur darum, wenn er wieder zurückkommt, dass der nicht unseren Ross Anthony da bedroht. Mhm. Dass der dem nicht einen Arbeitsplatz wegnimmt. Ja, ja. Wir wollen ja nicht, dass da irgendeiner kommt vom Eurovision Song Contest und unserem Ross Anthony einen Arbeitsplatz wegnimmt. Unser Ross muss bleiben. Unser Ross muss bleiben, genau. Neue Aktion. Ja, wir wollen nicht, dass irgend so ein Typ sich da eine Glitzerjacke anzieht und meint, er könne jetzt einfach so das, was Ross Anthony über Jahre hingequirlt hat, ausgerollt hat wie ein Glitzerteppich in unsere Seele. Ja, wir sind klar Team Ross Anthony. Ja, und wir wollen nicht zu dem, wie auch immer er heißt. Ja. Wir wollen auch gar nicht erst, dass man sich das merkt. Konstantin, kannst du zur Verwirrung jetzt nochmal den Namen von dem ESC-Typen, die Kampagne fängt jetzt an, kannst du den Namen von dem ESC-Typen nochmal praktisch einsprechen, aber falsch. Also, unser ESC-Teilnehmer heißt... Hendrik. Merkt euch das. Nicht. Verbreitet das. So. Tja. Wollen wir nach Hause? Ich will noch kurz sagen, also wir haben letzte Woche eine Fragestellung okay aufgeworfen mit der zweiten Kasse, ne? Ob man danach fragt, dass sie geöffnet wird oder nicht. Ja, ne? Ja, habe ich viel Reaktion bekommen. Ja. Ich auch, und ich kann zusammenfassen, halte die Schnauze, frag nicht nach der zweiten Kasse. Alle, die mir geschrieben haben, alle diese netten Kassierer und Kassiererinnen haben gesagt, also nicht die Bands, sondern die wirklich kassieren, haben gesagt, ey, wir sehen das, dass das eine lange Schlange sind, wir sind nicht blöd und es hat seinen Grund, dass keine aufgemacht wird, wir werden das selber regulieren. Nur eine einzige junge Frau hat mir geschrieben, meine Kasse ist so, dass ich das nicht einsehen kann. Ich bin dankbar für den Tipp. Also wenn ihr die seht, dann gerne den Tipp geben. Ansonsten einfach... Wenn da so eine Kasse so im hinterletzten Eck steht, ja, so genau, irgendwo hinter so Kelloggs Müsli ist eingemauert. Genau, das, wenn ihr das seht, dass ihr das Gefühl habt, die kann das nicht einsehen oder der Mann oder die Frau kann das nicht einsehen, dann gerne den Tipp geben. Ansonsten bitte überhaupt keinen Tipp geben. Ist nicht nötig. Ja, genau. Einfach abwarten. Ne? Und dann muss ich noch sagen, jemand hat mir die größte Freude meines Lebens gemacht. Ich habe das Foto bekommen, werde ich auch nochmal posten im Zusammenhang mit der Sendung. Mhm. Jemand hat mir im Volkspark Friedrichshain, was auch einer meiner Heimparks ist, in dem ich wirklich gerne joggen gehe, hat er mir ein Schild aus Messing, wie ich es hier mal vorgeschlagen habe, so wie es im Central Park ist und so, da wird das ja extra von der Stadt New York dann so in die Bank reingemacht. Ja. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich das nächste Mal nach New York fliegen darf, nehme ich mir so verschiedene Schilder zum Ankleben mit und klebe die da selber ran. Und das hat jemand für mich in meinem Central Park im Volkspark Friedrichshain hier in Berlin gemacht. Und da steht jetzt eine Bank mit meinem Schild, da steht Jakob Lund, Kaffeearschloch. Jetzt kann man sagen, also zu 50% bin ich mit diesem Schild einverstanden. Sehr gut. Ja, sehr, vielen Dank. Ich habe auch an dich gedacht gestern. Ich bin so aus dem Haus raus und da ist so ein kleiner Joggingweg vor dem Haus. Ja. Und da kamen so zwei muskelbepackte, so Kai Pflaume Wannabes. So. Ja. Die kamen im Muscle Shirt da angerannt, wie wild, wirklich voller Elan. Und da ist eine kleine Bank. Und dann sind die davor, nebeneinander haben sie sich hingestellt, also aus dem Laufen hingestellt und haben dann immer so ein Bein hoch und so und haben sich da bei gegenseitig angefeuert. Haben so hopp, hey, hopp, hey, hopp, hey. Und das alles so synchron immer, hopp, hey, hopp. Und dann sind sie einfach weitergelaufen und sind am Horizont verschwunden. Und ich habe so gedacht, was ist das denn wieder? Also Berlin wird auch immer kaputter, ne? Das könnten wir sein. Und dann habe ich gedacht, das ist Jakob. Das könnte Jakob sein, so. Ja. Bald. Denn da muss ich auch nochmal kurz Grüße rausschicken, ganz zum Abschluss an unseren Freund und Förderer Kai Pflaume. Mhm. Kai Pflaume, Freund und meiner auch. Das war mein Freund. Ja, dich hat er auch gern besucht, ja, Schmidti, jetzt sag mal wirklich. Ich habe gesagt übrigens, dass Kai Pflaume, ich habe mit ihm auch telefoniert, ich habe ihm jetzt nochmal gesagt, dass er auch unter unseren Schutz steht. Ne? Ja. Das heißt, wenn einer von außen jetzt was will von der Pflaume, dann kriegt er... dann hauen wir in die Schnauze. Ja, dann kriegt er auch mit uns zu tun. Ah. Genau. Wollte ich nur mal sagen, also wenn da irgendeiner ankommt... Gerade ihr hier bei Twitter. Ja. Kai Pflaume steht jetzt unter ihr unserem Wichsers, Schutz. Ey. Aber Jakob, wenn ich dich in dem Pflaume einmal an der Bank vor meinem machen Haus machen wir sehe, bald. Und ihr da... Hey, ha, hey. Doch, dann machen wir unsere Burpees. Was macht ihr? Ich weiß auch nicht, was das ist, aber... Burpees sowas. Ist das Aufstoßen. Also jedenfalls würde ich Kai Pflaume gedenken und sagen... Wie gedenken, der ist doch nicht tot. Ja, überhaupt nicht, er lebt mehr denn je. He's alive, würde sie ja singen. Es ist so, Kai Pflaume hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende März
10 Klimmzüge zu schaffen. Und er hat diese Woche den Beweis dafür erbracht, dass es etwas sehr, sehr Schwieriges ist. Und er hat es geschafft, er hat 10 Klimmzüge geschafft. Gesehen, und ich bin richtig stolz auf Kai Pflaume, weil Kai Pflaume ist der Mensch mit dem eisernsten Willen auf Gottes Erden. Wenn der sich was vornimmt, dann macht er das einfach. Und da können wir alle von Kai Pflaume lernen. Das finde ich wirklich herzlichen gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Also, habe ich mich sehr mitgefreut. Ja, stimmt, ich auch. Und Dinge sind möglich. So, auch ihr das hier. Boah, ne, das darf ich jetzt ja am Ende der Folge, kann man es ja vielleicht mal sagen, ne? Was der hier rumgewettert hat. Und dann Schmitti? Ja, Schmitti, der war nicht zufrieden mit der Aufzeichnungszeit. Nee, ich war nicht der zufrieden. Der hat eine ganze Woche rumgenervt, weil wir hatten ein bisschen schwieriges Zeitmanagement diese Woche. Und es ist noch zu früh, ich werde wieder ausrasten. Ja, aber ist mir doch jetzt egal, am Ende der Folge sehe dich doch jetzt nicht über Ostern. Dann raste da aus zu Hause, wenn dir das Spaß macht. Wir haben also ein bisschen wenig Zeit gehabt und konnten das jetzt also nur am Donnerstagmorgen machen, nachdem er... Also Schmidt empfindet diese Schnittarbeit, ne, auch von den 15 Minuten, empfindet er als Arbeit. Ja. Und dadurch, Fernsehen gucken, wie du mal gesagt hast. Ja, so, ne, weil er sitzt da und glotzt sich da die Augen viereckig und dann wundert sich am Ende, dass sie brennen. Ne? Und das ist dann so, ich habe gearbeitet. Ne? Und so wie die Klimmzüge von Kai Pflaume, nur mit den Augenlidern. Ne? Und deswegen war er so unzufrieden mit dieser Aufzeichnungszeit und man muss sich da schon üble Beschimpfungen anhören. Und er hat eigentlich gestern zu mir gesagt... Nee, Moment, bevor er es erzählt, also Folgendes. Ich bin vor einer Woche in den Schnitt gegangen, war fast jeden Abend bis 11 Uhr im Schnitt. Wir haben noch einen Dreh verschoben, Jakob, weil du wusstest, dass ich diesen Donnerstag mir frei nehme. Nur deswegen wurde auf der Dreh verschoben, weil ich gesagt habe, ich ziehe durch, mach dann den Donnerstag frei und mach quasi verlängertes Ostern. Ja. Ja. Und ja. das kommt nicht allzu oft vor. Ja. Und dann habe ich das und dann höre ich halt irgendwie, es findet ab Montag gibt es keinen gemeinsamen Termin mehr für Baywatch, sondern es muss genau am freien Tag sein. Genau und zwar noch morgens um 9. Exakt. Und da widerspricht dir niemand. Für die Hörer. Da widerspricht dir niemand. Du wirst hier keine Gegenwehr dagegen hören. Genauso war es. Und was ich dir nur sagen wollte, ist, gestern Abend um 11 hat er hier angekündigt, dass er als stiller Beisitzer einfach nur in der Ecke sitzt, praktisch hier seine Arbeitszeit absitzt, Dienst nach Vorschrift macht, immer nur sagt, guten Tag, auf Wiedersehen, dass er sich nichts vorwerfen lassen kann vor Gericht. Ja. Ja. Ja, und am Ende hier seine Lohntüte nimmt und nach Hause fährt. Ne? Das hatte er sich vorgenommen. Und dafür muss ich sagen, hast du dich dann doch viel engagiert. Ja, ist in Ordnung und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Mehr Zirkuspferd war ich nie. Ja. So. Du warst ein richtig ordentliches Zirkuspferd, hast selbst vorher hier nicht rumgenervt. Nee. Warst ganz angenehm. Ja. Jetzt klappt er bei der Eier zusammen, ne? Bei der Eiersuche ist an die Luft raus. Bei der Eiersuche liegt er bewusstlos, liegt er bewusstlos zwischen den Osterglöckchen. Und so kann man das natürlich auch verbringen. Praktisch genau wie Jesus verbringt er sein Ostern. Hoffen wir mal, dass ihm Montag dasselbe Schicksal wieder fährt und der Dienstag wieder fit ist. Ich lege mich auf jeden Fall 3 Tage hin. Lars, kannst du diese Folge beenden noch mit sowas wie einem Ostersegen? Wir sind eigentlich der katholischste Podcast in den Top 10, muss man sagen. Im Ostersegen? Ja, einen kleinen Ostersegen jetzt nochmal. Da erinnere ich mich an unseren Mitbruder Bart Simpson, der gesagt hat, lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, wir haben alles selber bezahlt. Obi et Orbi. Du musst schon alles Liebe als Gute sagen. Das heißt ja alles Liebe alles Gute auf Latein, Obi et Orbi. Das sagt der Papst sagt seit 100 Jahren, alles Liebe, alles Gute. Schmied, du Blödmann, ey. Was für eine Schule, warst du denn, Baumschule oder was? Muss ich mich beschimpfen lassen am freien Tag. Diese Ausgabe Baywatch Berlin wurde dir präsentiert von O2. Aber auch dir und dir und dir und dir da hinten, du kleine Maus, dir auch. Das sehr gute Netz zum sehr guten Preis. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.